Okay. Was war das? Oh Gott, was ist das denn immer? Alter, was geht hier ab? Was ist das? Oh, dieser Typ ist hier irgendwo, ich weiß das ganz genau. Ich weiß nicht, wo ich lang gehen soll. Gehe ich dahin? Oder gehe ich in die andere... Oh mein Gott. Oder gehe ich in die andere Richtung? Das ist mir alles viel zu gruselig. Okay, ich denke mal, ich muss hier rechts lang. Ich gehe einfach mal auf Nummer sicher und gehe durchs Wasser. Das gefällt mir irgendwie besser gerade. Kann das Wasser mal weggehen? Ich würde gerne wissen, wer dieser Not ist. Ist das diese Perle oder ist das irgendwie noch so ein kranker Priester? Oder wer oder was ist das? So aus, als ob da irgendwas liegt. Ups. Ah, jetzt habe ich schon wieder die falsche Taste gedrückt. Ich glaube, dass da oben irgendwas liegt. Okay, hier liegt nichts. Tschüss. Oh, diese Musik macht mich irre. Die macht mich einfach irre.
Oh, so komischen. Die ganze Zeit. Oh, da oben ist einer. Bin ich hier? Bin ich hier? Was zur Hölle? Der kann die Kamera noch nicht mal gerade halten. Ist das gestört? Bleibt die jetzt da? Oder geht die auch mal weg? Vorwärts, 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 vorwärts. Hä? Was ist denn jetzt los? Oh, ist das krank. Ich kann schon wieder nicht auftauchen. Was ist das denn? Die Musik macht mich irre. Das ganze Spiel macht mich irre. Kann ich hier irgendwo hoch? Muss ich da überhaupt in die Hütte oder muss ich da lang? Wo ist denn hier meine Könnerin, die Vanessa? Oh, mein Handy rastet gerade aus. Oh, ich lese gerade, du musst Kartoffeln schälen. Mein Handy hat auch jetzt erst alles geschickt. Ja, besser ist das. Ja, ich weiß, dass ich wahrscheinlich nicht, schwimmen muss, aber ehrlich gesagt habe ich hier viel zu viel Schiss, um die Wege lang zu gehen. Deshalb bin ich geschwommen, weil ich eine Schissbacke bin. Spring da hoch. Oh nein. Wer redet hier? Irgendwer redet hier schon wieder. Oh, Moment, mein Ohr juckt. So. Ich habe keine Ahnung, wer hier redet und ich will auch nicht da hochgehen.
Finde sicheren Boden, um dich zu erholen. Habe ich. Check. Okay, ich gehe davon aus, dass ich da hoch muss. Und über diese Brücke muss. Ist ja mal wieder alles total einladend hier. Oh, sobald irgendwas von hinten kommt, renne ich los. Vanni, bist du denn überhaupt noch da oder bist du jetzt ganz im Kartoffelschälen verschwunden? Oh, fucking Christ. Ja. Okay. What? The chapel. Somebody there will know where they've taken Lynn. They flayed them. Nailed them to wood. She was just a kid. Geht's darum jetzt um seine Tochter? Also die Tochter von dem netten Typen, der uns hier gerade geholfen hat, oder wen haben die da Oh, okay. Also einfach nur irgendwelche Ketzer in deren Augen. Muss ich hier überhaupt hin oder kann ich nicht einfach da hinten weitergehen? Hier liegen richtig viele Batterien. Und Verbände. Ich traue der Sache nicht. Hier war doch gerade diese alte. Kapitel 5. Mhm. Ich kann mich irgendwie auf Y heilen. Ich habe noch nicht eine Bandage benutzt. Es liegt da eine Bandage und ich habe noch nicht eine benutzt. Kann man die denn so zwischendurch auch irgendwie benutzen? Oder wie ist das damit? Wie zurück? Wieso zurück? Was denn hier? Hier komme ich doch her.
Ach so, ich dachte schon. Aber die Bandagen kann ich nicht so irgendwie benutzen, oder? Boah, wenn jetzt echt das da voll abgeht, dann brauche ich mir jetzt eben eine nebenbei. Moment mal kurz. So, sorry. Nee, ich musste mir eben Aschenbecher holen. Sorry. Und ja, ich bin eine Mimose. Ich habe echt Schiss. Aber es ist angenehm, mal wieder. Was war das? 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 Okay. Also auch Vögel machen einen fertig hier in diesem Spiel. Setzt uns mal schön ans Lagerfeuer. Oh Gott. Oh Gott. Ich denk schon, hä? Mit wem redet der? So die ganze Zeit, bla bla bla, bla bla bla. Ich sitze hier mit Headset und denk mir, was passiert hier gerade? Er redet einfach mit Zombies. Du weißt, die hören dich nicht, ne? Ey, ich mache gerade auch eine harte Tortur durch. Dieses Spiel, du kannst das ja mal spielen, das macht dich nervlich fertig. Das sind keine lahmarschigen Zombies, auf die man locker schießen kann. Das sind richtige Spastis, die dich umbringen wollen. Oh Gott, ich will diesen... Oh mein Gott. Ey, durch Felder laufen bei so einem Spiel... Nein. Ich mache jetzt kurze Raucherpause. Ganz, ganz kurze. Ich rauche jetzt nur schnell und dann geht's sofort weiter. Ich beeil mich. Ja, ich geb Gas, ich geb Gas. Ich renne da jetzt gleich einfach durch. Und dann hat sich das sowieso. Ich rauche jetzt eine, dann renne ich mal eben durch. Und dann sagt das Spiel, du bist zu cool für uns. Du hast gewonnen. So sieht's aus. Ja, tut mir leid. Ey, wenn ich so ein Spiel spiele und Raucherin bin, dann muss ich zwischendurch eine Kippe für meine Nerven haben. Aber ich kann ja schon mal langsam schleichen. Boah, das gefällt mir gar nicht. Nein. Ja, du hast mich ja gerade schon mal vorgewarnt, dass es da richtig abgeht. Also, ich habe schon mal auf Rennen eingestellt. Ich heiz da jetzt gleich einfach durch. Ich heiz da einfach durch. Ja, Moment, ich bin noch am Rauchen. Gönn mir diese eine Kippe. Ja, du glaubst das. Gleich renne ich hier einfach durch.
stachel die alle an und dann rennt mir wirklich eine Horde hinterher, weißt du? Die rennen mir dann einfach hinterher, weil ich die provoziere. Das ist aber, wenn ich mir das mal hier so angucke, eine geile Atmosphäre, ne? Hier. Oh Gott, denk dran, dass du mit deinem Mikrofon durch Wände hören kannst. Ah, jetzt sagt er mir auch endlich mal, wie das mit dem Controller geht. Ey, ich muss da doch nicht ernsthaft durch dieses Feld, oder? Ja, ich finde das richtig geil. Wenn man sich das mal so anguckt, das sieht schon echt fett aus. Und die Atmosphäre ist auch geil. Ich habe ja schon gedacht, ey, jetzt legst du dich schlafen, gleich ist alles hell und dann läufst du zum ersten Mal in einem Horrorspiel durch eine helle Grafik. Aber nein. Ist aber auch nicht schlimm, es muss ja auch so sein. Ich muss sagen, du hast mir so eine Angst gemacht bei dem Spiel. Und bis jetzt hatte ich noch keinen Moment, wo ich sage, boah, nee, das ist mir zu krass. Also Outlast 1 hatte definitiv krassere Momente. Richtig, richtig krasse Momente. Dieses Spiel ist einfach nur krank. Ja, ich weiß, das wird wahrscheinlich noch kommen. Irgendwann geht es dann so steil, dass ich einfach sage, so Leute, das war's jetzt mit Outlast. Ich kann nicht mehr. So. Wie viel kommt denn da noch? Kommt da jetzt noch sehr viel? Weil ich bin ja relativ lahmarschig, weil ich hier immer irgendwo rumhocke und so und Schiss habe. Ja, mal gucken. Also ich muss sagen, Whistleblower und 1, also mit diesem komischen Pfarrer und so, das war schon krank. Das ging richtig auf die Psyche. Auch wenn dieser Typ da immer gekommen ist, dieser Mind Rider oder wie der hieß. So, ich bin fertig, es geht weiter. Ich habe mich schon beeilt. Ich gehe jetzt in das Grauen hinein. Batterie leer, Batterie leer, Batterie leer. Oh Gott, ich höre sie schon. Nachladen? Nein, noch nicht. Das kann ich noch ausreizen. Ich weiß auch gar nicht, wie viel Batterien ich habe, ehrlich gesagt. Da leuchtet irgendwas. Ach, ich bin... Oh, fuck! Oh fuck, was muss ich machen? Was muss ich machen? Was muss ich machen? Was muss ich machen? Oh, was muss ich machen? Was muss ich machen? Synchronsignal. 3 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